Bei Pilzerkrankungen denkt man an Füße, aber es gibt auch die sogenannte Vaginalmykose der Frau. Wie kann sie vorbeugen und wie wird eine solche Mykose behandelt? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, dem Format von Asklepios. Um alles über den Scheidenpilz zu erfahren, werde ich mit Frau Dr. Simone Klüber sprechen. Sie ist eine der drei Chefärzte der Gynäkologie hier in der Asklepios-Klinik Wandsbek. Frau Dr. Klüber, bei Pilzerkrankungen denken die meisten Menschen an ganz andere Körperregionen. Aber es gibt ja auch eine sogenannte Vaginalmykose. Was hat es damit auf sich? Ist das auch so ein Erreger wie an anderen Körperstellen oder warum heißt das ähnlich? Also bei der Vaginalmykose bzw. vaginalen Pilzinfektionen kommt es zu einer Infektion mit sogenannten Candida albicans. Das sind Hefepilze, die im Bereich der Scheide zu einer Infektion führen können und dann zu dieser sogenannten Vaginalmykose. Wie zieht sich eine Frau denn so eine Infektion zu? Meistens entsteht so eine Infektion durch eine gestörte Scheidenflora. Also man muss sich das so vorstellen, die Scheidenflora ist normalerweise ein sehr saures Milieu, sodass die Keime oder die Pilze, die sonst auch überall vorhanden sind, da nicht so richtig einsprossen, sich nicht vermehren können. Wird aber diese Scheidenflora gestört, zum Beispiel durch Hormoneinnahme, also durch die Pilleneinnahme, durch Schwangerschaften, durch umfassende Waschungen bzw. übersteigerte Intimhygiene, kann diese Scheidenflora gestört werden, sodass das auch im Milieu gestört wird. Das wird dann eher basisch und dann können diese Pilze da einsprossen. Und dann, wenn die vermehrt einsprossen, kann es dann zu einer sogenannten Pilzinfektion im Bereich der Scheide kommen. Ganz wichtig ist da natürlich zu erwähnen, dass jetzt im Bereich, im Gegensatz zu anderen Körperregionen, ist jetzt nicht, man sich so eine Pilzinfektion jetzt zum Beispiel durch einen Schwimmbadbesuch oder durch eine fremde Toilette besorgen kann, sondern dass es eine ganz häufige und eher unproblematische Infektion ist. Wie spürt die Frau das denn? Was für Symptome hat sie? Meistens geht es mit so einem Juckreiz einher, der kann auch sehr brennend sein, so ein bisschen störend empfunden wird. Häufig auch ein vermehrter Ausfluss, gerne so ein weißlicher Ausfluss, gerne auch mal so ein bisschen krümeliger Ausfluss. Das sind so die Hauptsymptome. Also die meisten Frauen kennen eine Pilzinfektion, die meisten Frauen hatten sowas im Laufe ihres Lebens schon mal. Und das ist so eine ganz klassische Symptomatik. Das heißt, Frauen, die das schon mal hatten, wissen sofort, ah, okay, das merke ich jetzt wieder, das ist wie so eine Pilzinfektion. Das ist ja eigentlich alles sehr unspezifisch. Da könnte man ja auch denken, da können auch andere Ursachen in Betracht kommen. Was könnten denn andere Erkrankungen sein, die ähnliche Symptome machen? Was man davon unterscheiden muss, was jetzt auch so mit einem Brennen und Jucken einhergehen kann, ist zum Beispiel ein Herpes genitalis. Die meisten kennen Herpes von der Lippe. Gibt es auch im Genitalbereich, der geht auch mit einem fiesen Jucken einher, mit einem fiesen Brennen, gerne auch noch mit einer Bläschenbildung. Wenn es der Erstinfekt ist, haben die Patienten tatsächlich oft auch noch so Fiebersymptome oder Schwellung der Lymphknoten. Auch sowas kann damit auftreten. Das ist aber häufig deutlich intensiver, deutlich akuter. Es gibt einfach nur einen Juckreiz im äußeren Genital, gerade bei Frauen, die eine übermäßige Intimhygiene haben, dass dann einfach die Scheidenschleimhaut sehr trocken wird und dadurch empfindlich wird, eventuell auch so ein bisschen angegriffen ist, sodass dann auch die Scheide juckt. Auch das kann mal so als Pilz fehlinterpretiert werden. Dann gibt es natürlich auch noch diese chronischen Erkrankungen, chronische Hauterkrankungen, die im äußeren Genital auftreten können. Auch die gehen mit deinem Juckreiz einher. Oder auch mal Hautveränderungen. Auch die können sich durch Juckreiz tatsächlich bemerkbar machen. Und wie ist das diagnostische Vorgehen, um festzustellen, was tatsächlich die Ursache ist? Bei einer unkomplizierten Scheidenpilzinfektion muss man meistens noch nicht mal zwingend das abklären. Wie gesagt, die Frauen, die das kennen, für die das relativ eindeutig ist, können sich direkt in der Apotheke auch ein Antipilzmittel besorgen. Und meistens ist das auch schon tatsächlich die Therapie der Wahl, sodass man das gut behandeln kann. Sollte man sich aber unsicher sein oder es doch ein bisschen hartnäckiger ist, dann kann man zum niedergelassenen Frauenarzt gehen. Und da ist es fast schon so eine Art Blickdiagnostik. Also man kann es dann einfach am Ausfluss sehen, man kann es im Bereich der Haut sehen, dass sie leicht gerötet ist. Zusätzlich kann man dann auch noch einen Abstrich entnehmen, den man sich unter dem Mikroskop angucken kann. Und da kann man wunderbar diese Hefepilze dann auch schon unter dem Mikroskop sehen. Und dann ist es relativ eindeutig. Wie wird eine solche Mykose behandelt?
Die Therapie ist relativ einfach. Da gibt es sogenannte Antimykotika, also lokale Pilzmittel, meist in Kombination, dass man eine Creme und noch Scheidenzäpfchen benutzt. Und diese werden dann über 3 Tage einfach eingeführt bzw. auch äußerlich angewendet. Die Therapie bekommt man rezeptfrei in der Apotheke. Das heißt, die Frauen, die so eine Pilzinfektion auch schon kennen, können sich das ohne Rezept einfach abholen und auch schon mit der Therapie beginnen. Sollte die Therapie aber nach 3 Tagen doch noch zu keiner deutlichen Besserung geführt haben, würde ich immer empfehlen, einmal zur Sicherheit beim niedergelassenen Gynäkologen das abklären zu lassen. Gibt es denn Risiken oder Komplikationen, wenn man das nicht richtig behandelt? Sehr wenig, muss man sagen. Also eine lokale Pilzinfektion der Scheide ist eigentlich relativ unkompliziert und auch unproblematisch. Natürlich, wenn die nicht anbehandelt oder nicht vernünftig ausbehandelt wird, kann es schon zu so einer Schädigung der Haut führen. Dadurch kann es dann auch nochmal zu einer sogenannten bakteriellen Superinfektion kommen. Das heißt, auf der vorgeschädigten Haut können dann auch Bakterien nochmal einsprossen, die dann doch noch so ein bisschen die Infektion unterhalten und auch verstärken können. Richtig schwerwiegende Erkrankung ist aber bei immungesunden Patienten wirklich nicht zu erwarten. Was ist mit dem Partner? Kann sich ein Partner anstecken? Prinzipiell ja, das ist aber nicht so der gängige Ansteckungsweg und man muss sagen, Männer sind deutlich besser geschützt vor diesen Mykosen, weil einfach deren Flora im Intimbereich eine ganz andere ist und eher ein trockenes Milieu ist, sodass da Pilze doch weniger einsprossen können. Können Frauen auf irgendeine Weise sinnvoll vorbeugen? So ein richtiges Vorbeugen in dem Sinne gibt es nicht. Natürlich, dadurch, dass es auftreten kann im Zusammenhang mit einer Antibiotikagabe, macht es schon Sinn, dass wenn man Antibiotika nimmt, gleichzeitig auch noch eine lokale Therapie mit sogenannten Milchsäurebakterien zu machen. Das ist eine vaginale Anwendung, gibt es auch frei verkäuflich in der Apotheke. Das macht durchaus Sinn. Man sollte auf übermäßige Intimhygiene verzichten. Das heißt, in die Scheide selber gehört eigentlich hauptsächlich nur Wasser, keine Seife. Weil dieses würde sonst natürlich das saure Milieu zerstören oder schädigen und dann eine Pilzinfektion eher begünstigen. Auch Frauen, die eine Slip-Einlage tragen, was weiß ich, aufgrund der Monatshygiene oder im Rahmen einer Inkontinenz, da macht es durchaus auch Sinn, darauf zu achten, dass man nicht so eine wahnsinnig feuchte Kammer herstellt oder eine permanente feuchte Kammer herstellt, sodass man vielleicht auf Slip-Einlagen zurückgreift, die wenig Plastik oder wenn möglich gar keinen Plastikanteil besitzen. Mhm. Zum Abschluss eine ganz andere Frage. Sie sind ja eine von den 3 Chefärztinnen hier, was ja ein eher ungewöhnliches Modell ist. Was für Vorteile bietet das denn? Einen großen Vorteil sehe ich tatsächlich so, dass wir sowohl alle klinisch arbeiten können. Also das heißt, wir können Sprechstunden machen, wir können auch im OP relativ viel noch machen. Das heißt, wir sind durch die administrativen Tätigkeiten gar nicht so wahnsinnig eingebunden, weil wir uns die einfach auch aufteilen können. Und den größten Vorteil sehe ich tatsächlich auch, dass wir uns wirklich auch bei komplizierten Fragestellungen, bei komplizierten Fällen oder auch komplizierten OPs gut absprechen, beraten können und uns dann auch tatkräftig zur Seite stehen und damit dann eigentlich noch ein deutlich besseres Ergebnis hinbekommen, als wenn eine von uns das alleine versuchen würde oder alleine machen würde. Mit einer Vaginalmykose kommt ja keine Frau hier in die Klinik. Was sind denn die Sachen, die Sie hier am häufigsten behandeln? Ich selber bin in der Dysplasie-Sprechstunde tätig. Da behandeln wir dann chronische Hauterkrankungen vom äußeren Genital und auch Krebsvorstufen vom äußeren Genital und vom Gebärmutterhals. Und urogynäkologisch kümmern wir uns um Patienten mit einer Inkontinenz oder einer Senkungsproblematik. Vielen Dank, Frau Dr. Klüber. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Themenvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentarspalte schreiben. Bleibt gesund!